ich habe mir jetzt ein Latte Macchiato gemacht. Ich trinke echt nicht so oft Kaffee, ne? Also es ist jetzt mein erster Kaffee irgendwie nach 2 Wochen wieder. Gut, ich habe einen Frappé zwischendurch getrunken, aber ich meine jetzt so richtig von der Maschine trinke ich fast gar nicht. Ja, und ich süße ja in letzter Zeit immer mit Dattelsirup anstatt mit Zucker. Ja, ist auf jeden Fall gesünder. Ist ja eine natürliche Süße. Und ja, ich hole mir hier den Bio-Dattelsirup. Den habe ich jetzt hier von Kaufland. Und ist auf jeden Fall eine bessere Alternative als Zucker. Zucker ist halt so ein Krebserreger, ne? Also man muss echt den Zuckerkonsum ein bisschen drosseln, ja, oder ein bisschen im Griff haben. Weil, ich meine, wir werden ja auch nicht jünger, aber ich bin jetzt auch schon 40 und da muss man schon sehr aufpassen. Was ist los, Pikachu? Du brauchst mal wieder einen Friseurtermin, weißt du das? Wir müssen mal wieder zum Friseur, ne? Die Haare sind ganz lang geworden, siehst aus wie so ein Strubbel. Struwwelpeter. Bist du Struwwelpeter? Was redet die da, ne? Verstehst du nicht? Oh! Hatschi! Hatschi! Ach, Baby. Ja, ich habe hier schon mal das Essen rausgestellt für heute. Ich werde heute... es gibt ja gefüllte Paprika, ne? Also... Was ist das eigentlich für ein Rezept? Gibt es das auch in Deutschland? Also ich kenne es halt nur aus dem Griechischen, wie wir das machen. Weiß auch gar nicht, woher das kommt. Kommt das tatsächlich irgendwie aus dem mediterranen Raum? Oder gab es das auch hier in Deutschland, wo es erfunden wurde? Naja, auf jeden Fall gibt es ja die gefüllten Paprika, ne? Aber ich werde es nicht als gefüllte Paprika machen, weil wir sind nicht so krass die Paprikaesser. Ich werde die Paprikas klein schneiden und werde es in die Füllung reinpacken. Dazu kommt noch Reis und genau, Hackfleisch. Und ich werde in das Hackfleisch noch diese Frikadellenwürzmischung vom türkischen Laden reinpacken, weil die habe ich hier so lange offen. Ansonsten kann man die auch ganz normal würzen, ne, mit Salz, Pfeffer, Paprikapulver. Knoblauch und so weiter. Aber hier sind jetzt alle Gewürze drin. Ich mag dieses Gewürz. Wenn wir zum Beispiel grillen und ich Frikadellen mache, dann ist das auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Ja, was ich euch auch noch zeigen wollte, guck mal, was ich mir bestellt habe. Eine elektrische Reinigungsbürste. Ich habe so eine Reinigungsbürste echt lange geliebäugelt. Und auf Instagram habe ich viele Videos halt gesehen, dass die ganz gut sind. Und jetzt habe ich mir hier eine von Amazon bestellt. Eine elektrische Reinigungsbürste. Die Marke, von der Marke habe ich auch andere Sachen von March Power. Und deswegen dachte ich mir, die wird wahrscheinlich sehr gut sein und Preis-Leistungs-Verhältnis, also vom Preis her auch halt sehr gut, sehr günstig. Und ich habe die Bewertungen mir durchgelesen und die hatte auch echt gute Bewertungen. Und ich finde das hier gut, dass man die auch größer machen kann. Hier gibt es verschiedene Aufsätze und sie ist, hier kann man es sehen, fürs Badezimmer, fürs Wohnzimmer, für die Küche, fürs Auto und die Fenster zum Beispiel zu reinigen. Und hat auch einige Merkmale, ne, zum Beispiel Turbo oder Einstellungen von der Geschwindigkeit, von der Neigung. Wasserfest, soll sehr leise sein und hat mehrere Möglichkeiten, Benutzungsmöglichkeiten. Ja, ich packe die jetzt mal aus. Ich habe die noch gar nicht ausgepackt. Dann zeige ich euch mal, was so alles enthalten ist. Also so sieht es aus, wenn man es auspackt. Mir kommen erstmal eine Bedienungsanleitung entgegen und mehrere Aufsätze. Hier haben wir 2 Schwämme. Dann haben wir hier sowas Rundes, so eine Rundbürste, die auch ja, etwas härter ist. Also die Härchen hier sind schon etwas härter. Dann haben wir hier den Kollegen. Was ist das? Zum Aufhängen. Auch ganz süß. Das hier ist auch mit dabei. Dann haben wir hier so ein Verstaubeutelchen. Dann haben wir noch eine Bürste. Okay, das ist so ein bisschen kratziger. Hier ist noch ein Aufsatz. Auch sehr borstig. Und hier ist noch einer. Auch wie ihr hören könnt, sehr
borstig. Und hier haben wir das Gerät. Das müsste ich jetzt auspacken. So, drei Teile, die man zusammenstecken muss. Und das mache ich jetzt erstmal. So, erstmal zusammenbauen. Das sind hier drei Sachen. Das ist so ein Aufstecksystem. Das ist einmal oben. Hier haben wir auch die Ladestation. Das ist wie bei meinem Handy. So, und dann das untere Teil. Einmal zum Aufstecken. So. Und man kann das Ganze auch größer machen. Genau, so sieht es aus. Und dann steckt man hier unten, das ist mal ein bisschen kleiner nochmal, dann steckt man hier unten die Bürste auf, bis die einrastet. Mal gucken, wie rum. So. Ich würde die Reinigungsbürste aber einmal aufladen lassen erstmal. Dann sehe ich auch, wie die geladen, also wie weit die ist. Also wenn die Reinigungsbürste leer ist, leuchtet sie rot. Wenn sie am Laden ist, leuchtet sie grün-weiß. Und wenn sie vollgeladen ist, leuchtet sie grün. Ich gucke mal, wie weit sie ist. Was ich jetzt hier nicht gefunden habe im Paket, ist ein Ladekabel. Aber da müsste eins, Ladekabel, da müsste eins dabei sein. Also hier in der Beschreibung steht, dass da ein Ladekabel dabei ist. Dann habe ich nicht richtig, ah, okay, ich habe es nicht gesehen. Ja, hier ist tatsächlich noch ein Ladekabel dabei. So, dann lade ich einmal die Reinigungsbürste auf und melde mich dann gleich wieder. So, schaut mal, die ist am Blinken. Deswegen muss die noch ein bisschen geladen werden. Und es ist halt immer wichtig, beim ersten Mal, wenn man etwas benutzt, es voll aufzuladen, damit der Akku auch lange hält. Deswegen lade ich die jetzt erstmal und dann zeige ich euch gleich, wie die genau funktioniert. Na, Pikachu? Mein Baby? Cute. Komm hier, mein Schatz, komm hier kuscheln kurz. Ja, jetzt war ich hier die ganze Zeit am Machen und am Tun und das hat nicht aufgenommen. So, dann nochmal von neu. Ja, ich habe halt gesagt, das Ding ist aufgeladen, die Bürste. Und dann habe ich noch gesagt, ich war gespannt, ob man das kleiner machen kann. Und tatsächlich kann man hier das Mittelteil entfernen, wenn man nicht so einen großen Stab braucht. Kann man das Mittelteil abmachen und kann tatsächlich diese zwei Anschlüsse hier miteinander verbinden. Und dann habe ich noch gesagt, dass es hier Knöpfe gibt, die man einmal hier so drücken kann und man kann den Winkel verstellen. Wir haben einmal 90 Grad, wir haben einmal 135 Grad und einmal 180 Grad. Ja, das ist ganz praktisch. Und wenn man hier den einen Ausschalter lange gedrückt hält, dann geht die Bürste an. Wenn man nochmal drauf drückt, hat man dann eine schnellere Geschwindigkeit. Nochmal drauf drückt, ist es dann langsamer. Und wenn man wieder gedrückt hält, dann geht es komplett aus. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich habe sehr viele Videos davon gesehen, wie gut und praktisch diese Reinigungsbürsten sind. Den Herd, also ne, wenn man hier so richtig krasse Krusten und so drauf hat, ist das richtig gut mit so einer Bürste. Man muss halt nur aufpassen, was man für einen Aufsatz nimmt. Weil, ach so, hier ist ja noch so ein Aufsatz, der ist so ein bisschen kratziger. Ich glaube, den sollte man dann lieber nicht nehmen. Ja, jetzt zeige ich euch mal. Ich würde sagen, ich packe euch einmal hier runter. So, jetzt seht ihr mein Spülbecken. Und dann wollen wir mal sauber machen. Ja, noch was Positives, also die ist wasserfest. Man kann die kurz unter Wasser halten, aber man sollte die jetzt nicht komplett unter Wasser halten, ne? Also es ist kein Problem, wenn man da jetzt Wasser drauf laufen lässt und hier zum Beispiel sauber macht oder hier so unten sauber macht, aber man darf die jetzt nicht komplett irgendwie ins Wasser tauchen oder ganz lange unter Wasser haben. So, dann mache ich jetzt hier ein bisschen Spüli rein und mache die Neigung mal so und dann schauen wir mal, was passiert. Okay.
richtig gut, Leute. Es geht so schnell. Und das macht auch richtig Spaß. Das macht auch richtig Spaß, die zu benutzen. So, jetzt nehme ich mal, ich mache das mal ab, die hier auch für die Ecken und Kanten ist. So, mach die Bürste hier einmal drauf. Und dann gehe ich mal hier so an die Ecken. Voll gut, dass man hier so an die Ecken gehen kann. Also richtig gut. Ach, und schaut mal hier bei diesen Aufsätzen. Das kann man hier so abmachen. Und kann dann so einen Schwamm dran machen. Eine von diesen Schwämmen. Die Schwämme sind bestimmt auch ganz gut hier, um das Ganze zu reinigen. Ne? Oder für die Fenster. Was würdet ihr für die Fenster nehmen? Das hier oder so ein Schwamm? So ein Schwamm wäre ganz gut, ne? Für die Fenster. Ja, jetzt kann ich euch die Fenster nicht demonstrieren, weil die habe ich vorgestern schon alle sauber gemacht. Aber es ist einfach mega, mega praktisch, so eine Reinigungsbürste zu haben. Vor allem, die hat halt so einen guten Winkel und auch hier mit den verschiedenen Reinigungsbürsten vorne kann man halt überall lang gehen. Zum Beispiel auch hier, wenn man so Kanten hat. Wenn ich das sauber machen will, komme ich halt überall mit der Bürste dran. Hier habe ich das ist gut und kann dann hier echt gut, seht ihr, wie der Schmutz rauskommt und kann hier den Schmutz komplett hier rausholen. Oder auch hier so an den Ecken, ne? Dann ist es echt praktisch, wenn man hier so an den Ecken sauber machen kann damit. Mega, Leute, also die ist echt super, die Bürste. Die ist echt krass. Alles schön sauber. Also allein schon für den Herd lohnt sich das, ne? Das ist echt krass. Also für den Herd finde ich super. Ich werde die am besten hier behalten in der Küche und werde damit auch immer den Herd sauber machen. Ja, ich verlinke sie euch mal unten in die Infobox, falls ihr da auch Interesse dran habt. Ich weiß nicht, ob ich einen Rabattcode habe. Falls ich einen habe, steht da auch unten in der Infobox. Ansonsten, wie gesagt, habe ich ihn von Amazon. Link packe ich euch dann unten rein. Und jetzt zeige ich euch eben noch meinen Aufgebraucht. Damit das auch hier einmal weg ist. Ja, das ist meine Haarfarbe, die ich immer benutze. Polypalette, blau-schwarz. Mit der habe ich mir heute die Haare gefärbt. Ja, dann hat Pikachu hier ein bisschen was aufgebraucht. Von der Wow-Box gezeigt. Das habe ich euch alles schon gezeigt. Und alles, was in der Wow-Box war, das mochte er. Also... alles, was drin war, fand er sehr lecker. Ja, und hier habe ich einen Flop. Habe ich von Action diese Wassereis-Shots, Eispops, aber die schmecken nicht so. Die sind, also da no added sugar, aber die schmecken ganz künstlich, ganz komisch. Also ich mag sie nicht. Haben ja irgendwie unter 1 Euro gekostet. Ja, die Verpackung sieht schöner aus, als wie es geschmeckt hat. Ja, unser allerliebster Kaffee Lavazza. Haben wir hier eine Packung aufgebraucht. Wir warten jetzt, bis das wieder runtergesetzt ist. Zum Beispiel bei Aldi oder bei Lidl. Dann gibt es die für 8 Euro und dann kaufen wir wieder auf Vorrat. Ja, mein allerliebster Raumduft. Allure von... nee, nicht Allure. Alum. Alum steht da. Gemstone. Ist von Action. Riecht mega, mega gut. Auch wenn man vorbeiläuft, riecht man das, hat man das in der Nase. Also kann ich nur empfehlen. Ja, dann ein paar Zahnbürsten aufgebraucht für den Besuch von Oral B. Ein Reiniger Putzteufel hatte ich von Philips. Ja, ist ganz okay. Zitrone. Das würde ich nicht mehr nachkaufen. Das hatte ich auch von Action. War jetzt nicht so der Burner. Und ein Shampoo, eine Cremedusche aufgebraucht von Nivea.
Ja, würde ich immer wiederholen. Ich liebe den Nivea Duft, die Nivea Pflege. Ja, hat mir sehr gut gefallen. Dann habe ich noch einen Reiniger aufgebraucht von Denkmit, Limettenzauber. Einen meiner Lieblingspuder von Lyko, Compact Powder in 03. Ja, habe ich aufgebraucht. Jetzt ein neues, auch davon. Ja, dann habe ich ja das gerade in Benutzung, ne, für um den Pool da den pH-Wert und Chlorwert zu messen. Ja, was soll ich dazu sagen? Funktioniert alles. ja, die hier, die finde ich ganz gut. Habe ich jetzt zwei aufgebraucht. Wie heißen die Dinger denn nochmal? Febreze? Ich weiß es jetzt gerade nicht. Hatte ich euch letztens auch gezeigt. Die mag ich gerne. Nur, die sind halt sehr schnell alle, ne? Aber die riechen echt gut. Die habe ich immer im Badezimmer. Dann habe ich eine Handseife aufgebraucht von Lyko Soft Cashmere. Da finde ich die Verpackung auch echt schön. Dann habe ich mehrere von auf Vorrat gekauft. Und da gab es mal so ein Angebot, drei kaufen, zwei zahlen. Und dementsprechend habe ich hier noch einige davon. Es gibt auch Handcremes im gleichen Design. Und bei mir steht ja die Handcreme und die Handseife daneben. Ich zeige euch das mal. Habe ich hier im Gäste-WC. Genau. Das ist jetzt hier Green Tea und hier ist Seaside. Ja, Mausi, wir gehen gleich nochmal raus. Ne? Ich warte jetzt kurz, dass das Essen fertig ist. Und dann gehen wir eine Runde, mein Schatz. So, ja, von Hello Taste, Leute, habe ich What's Up Ketchup aufgebraut. Oh mein Gott, es ist so krass lecker, Leute. Also werde ich auf jeden Fall nachbestellen. Dieser Ketchup macht einfach süchtig. Der ist so lecker und vor allem, der hat viel, viel weniger Kalorien und viel weniger Zucker als die herkömmlichen Ketchup, die man im Laden kauft. Also auch sehr gut für die Kinder geeignet. Schaut mal, ich habe ein Video gemacht. Gib mal Hello Taste Nikis Beauty World ein. Da habe ich nämlich noch einen Rabattcode und da werde ich auf jeden Fall nochmal bestellen. Dann habe ich einen meiner Lieblingsshampoos aufgebraucht von L'Oreal. Absolute Repair mit Protein und Goldquinoa. Liebe ich, werde ich nachbestellen. Dann hatte ich hier einen Weichspüler, glaube ich, von Philips Balsam. Ja, was soll ich da großartig sagen? Günstiger Weichspüler. Dann habe ich hier Reni aufgebraucht. Ich hatte in letzter Zeit sehr viel Sodbrennen. Ja, habe ich jetzt nicht mehr, aber ich hatte so eine Woche lang echt viel Sodbrennen und da habe ich ja alles andere nie aufgebraucht. Hilft bei mir auch direkt. Dann habe ich gerade in Benutzung eine Hammam-Seife. Die habe ich aus der Türkei. Und Leute, dieser Duft, ich liebe den. Also auch wenn man die Tür aufmacht und in unser Bad reingeht, dann riecht das so schön nach dieser Seife. Also wenn ihr Alexa aus... Also wenn ihr irgendwo eine Hammam-Seife seht in der Türkei, riecht dran und nimmt sie mit. Riecht mega, 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 mega. Ja, dann habe ich von Denkmit Trocknertücher aufgebraucht. Cozy Elegance. Himmlisch, blumig und fruchtig. Ja, so an sich riechen die ganz gut. Ja, aber haben jetzt nicht so den krassen Duft abgegeben beim Trocknen. Also ich würde die jetzt nicht nochmal holen. Ja, dann einmal vom Brev hier so Toilettendinger. Das habe ich hier noch. Das kommt weg von Glisscur, tägliches Öl-Elixier. Ja, das ist mir nicht zu trocken, das Öl. Das ist mir zu ölig und das mag ich nicht für die Haare. Leider Gottes zugeben und deswegen kommt das weg. Von Isana habe ich ein Duschgel aufgebraucht, Fruity Blueberry. Und eine meiner Lieblingscreme von Rituals, Ritual of Mare. Liebe ich. Würde ich jederzeit nachkaufen. Richtig, richtig toll. Ja, das waren meine aufgebrauchten Sachen, ihr Süßen. Hey, ihr Lieben, guten Morgen. Ja, heute ist Freitag und ich habe jetzt gerade mal geguckt, weil ich habe hier, Leute, noch die Brille, die ich verlost habe von Marc Jacobs und den Haarglätter. Wollt ihr nicht gewinnen? Also ich verstehe es nicht, da waren halt so viele Kommentare. Ich habe also bei der Brille, das ist ja schon seit Ende Juni, die Auflösung. Und sogar noch früher, Ende Juni habe ich den vierten Gewinner, glaube ich, ausgelost. Und es hat sich einfach bis jetzt keiner gemeldet. Also ihr müsst schon
gucken, wenn ihr Benachrichtigungen bekommt auf YouTube, ne? Wenn ihr schon kommentiert und gerne mitmachen wollt und gerne gewinnen wollt, dann müsst ihr gucken, ob ihr die Benachrichtigung anhabt, wenn ihr, wenn euch jemand antwortet auf YouTube. Das ist ganz wichtig, weil sonst kriegt ihr das nicht mit. Ja, und heute habe ich wieder jemanden ausgelost. Ich bin gespannt, ob da was kommt. Ich mache es jetzt echt zum letzten Mal. Wenn nicht, dann ja, muss ich eine neue Verlosung, irgendwie eine Blitzverlosung auf Instagram starten. Ja, ist echt schade, ne? Und genauso hier beim Haarglätter, guckt wie gesagt mal in die Benachrichtigungen. Ich gebe immer 24 Stunden Zeit, dass man sich melden kann per E-Mail. Und ja, wenn man sich nicht meldet, dann verlose ich halt neu. Ist ja auch dann fair, ne? So, ich habe eine neue Verlosung. Und zwar ist es wieder ein Haarglätter. Den habe ich echt nur einmal zur Vorstellung benutzt. Ich habe leider die Verpackung nicht mehr. Der ist sogar von der gleichen Marke, nur in einer anderen Farbe. Genau, es ist ein Haarglätter und dazu, also derjenige, der den Haarglätter gewinnt, bekommt oder gewinnt noch eine Wellensteinmütze dazu. Ja, diese zwei Sachen gibt es im heutigen Video zu gewinnen. Wie immer kommentieren mit Hashtag Verlosung und ein paar nette Worte dazu schreiben. Aber die Teilnahmebedingungen findet ihr unten in der Infobox. I see something, it's coming.